So, ich bin jetzt live. Es gibt nämlich was Neues, eine vollkommen neue Benutzeroberfläche. Und ja, ich habe es geschafft. Man kann noch mehr damit machen, das muss ich mir nachher in Ruhe angucken. Aber gute Nachricht, ich bin live und ich hoffe, ihr hört zu. Ich begrüße alle, die gleich kommen werden, die schon da sind, die das Ganze im Replay anschauen. Also einen herzlichen guten Morgen. Der Frühling kommt, die Sonne scheint. Und lasst uns zuversichtlich sein, dass Hashem mit uns ist, auch in dieser Zeit dieses Coronavirus. Und möge er bald aus unserem Land und aus der ganzen Welt verschwinden. Und Hashem stärke uns, dass wir diese Zeit durchhalten können und vor allen Dingen auch gesund durchhalten können. Wir und unsere Lieben, unsere Stadt, unser ganzes Land, das wünsche ich uns allen. Also lasst uns heute wieder Torah lernen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivenu banu la'asot b'divrei Torah. Amen. So, wir haben letzte Woche etwas gepostet, und zwar, dass der Papst gesagt hat, die Juden müssen nicht missioniert werden. Und dann haben wir dem natürlich zugestimmt, weil da hat der Papst nämlich recht. Und es gab eine Protestwelle. Das geht doch nicht. Das ist doch unsere Aufgabe. Wir müssen doch alle missionieren und besonders die Juden. Und ich sage euch, nein, weit gefehlt. Falsche Sicht, falsche Lehre. Und ich möchte heute anfangen, unser Verständnis von Mission zu erzählen. Zunächst einmal möchte ich dazu eine Grundlage legen. Und wir werden uns die ganze Woche damit befassen. Also die gute Nachricht, wie lautet sie? Die gute Nachricht lautet, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wenn du willst, dann ist das kein Traum. Das Reich Gottes ist schon da. Das Reich Gottes kommt mit dem Maschiach. Und der Maschiach ist gekommen. Der Maschiach ist der König. Er ist der Sohn Davids. Und seine Aufgabe ist es, das Reich Gottes zu errichten. Und das hat er gesagt. Das Reich Gottes ist inwendig. So. Das voraus. Und nun kommen wir zu unserem Thema. Und eigentlich sind wir schon mittendrin. Also es gibt das Gebot des Königs. Und der König ist Yeshua Melech HaMashiach. Und das Gebot des Königs, das ist natürlich autoritativ. Und dieses Gebot steht fest. Und jetzt, Überraschung, was ist das für ein Gebot? Alle denken dann, ja, das ist jetzt bestimmt der sogenannte Missionsbefehl. Weit gefehlt. Denn was sagt Jeschua? Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe. Und was ist neu an diesem Gebot? Was ist neu? Denn das Gebot der Nächstenliebe, das gibt es schon lange, das gibt es schon immer, das hat Moschee am Sinai schon aufgeschrieben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Darin ist die ganze Tora alles zusammengefasst. Und nun kommt Jeschua und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Was ist neu? Die Qualität der Liebe. Denn wir haben zwei Begriffe für Liebe. Wir haben die ewige Liebe. Und die ewige Liebe heißt auf Hebräisch Ahavat Olam. Und dann haben wir die große Liebe. Und die große Liebe heißt Ahavat Rabbah. Und das ist bekannt. Und diese beiden Begriffe, das sind Formalbegriffe. Wir haben also einmal Ahavat Olam, die ewige Liebe. Und das ist die Liebe nach dem Maßstab dieser Welt. Und dann haben wir Ahavat Rabbah, die große Liebe. Und das ist die Liebe nach dem Maßstab der künftigen Welt. Und diese Liebe, die muss groß sein, denn Gott ist groß. Er war schon immer da. Er war vorher da. Seine Größe, worin besteht die? Gottes Größe. Unter anderem in seinem Schöpfungswerk, dann in seinem Erlösungswerk, in seiner Vergebung. Und vor allen Dingen besteht die Liebe Gottes in seiner Demut. Er macht Platz für die Schöpfung, für uns Menschen. Und seine Motivation bei allem, die Schöpfung zu schaffen, uns zu erlösen, uns zu vergeben, sich zurückzuziehen und Platz zu machen, seine Motivation ist immer Liebe, große Liebe.
Jeder Mensch hat eine Seele und jeder Mensch ist geschaffen im Ebenbild und Gleichnis Gottes. Und jeder Mensch hat auch die Kapazität der Liebe. Doch seien wir mal ehrlich, unsere Liebe hier in dieser Welt, die ist begrenzt, weil unsere Kraft begrenzt ist. Und die Liebe, die das Attribut dann groß hat, die Liebe von der Qualität groß, die wirkt der Maschiach in uns. Das heißt, mit ihm kommt es, kommt sie, die große Liebe. Mit ihm kommt die große Liebe dann zur Entfaltung. In Johannes Evangelium Kapitel 15, da lesen wir, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Tja, wer von uns ist bereit, sein Leben hinzugeben für seine Freunde, geschweige denn für seine Feinde? Und es gab Menschen, große Menschen, die das geschafft haben. Allerdings nur punktuell, hier und da mal, nicht ihr ganzes Leben lang. Einer von ihnen ist Moshe Rabbeinu. Er hat das Volk geführt aus Ägypten. Er stand mit dem Volk am Sinai. Und dann gab es die Übergabe der Tora, die Verkündigung der 10 Gebote, ein ehrfurchtsgebietendes Ereignis. Und dann geht Moshe, nachdem das Volk zugestimmt hat, zu diesem Bund, um die Bundestafeln, um das Dokument zu holen. Und 40 Tage bleibt er weg. Und in dieser Zeit gab es ein paar Menschen, nämlich das Erefraf, das viele Volk, das waren die, die mitgegangen sind aus Ägypten, sie waren ungeduldig. Und dann wurde das goldene Kalb gebaut. Und ihr kennt die Geschichte. Und was tat Moshe? Moshe trat vor Hashem für dieses Volk ein. Er bat um Verzeihung. Und er bat und bat und bat. Und schließlich hat er gesagt, streiche mich aus dem Buch des Lebens. Was hat Moshe hier getan? Das ist nämlich der Augenblick der großen Liebe. Moshe warf sein Leben in die Waagschale für 600.000. Und welche Qualität der Seele muss Moshe gehabt haben, dass er das machen konnte? Wer von uns kann für ein ganzes Volk sein Leben in die Waagschale legen? Das hat Moshe gemacht, große Liebe, einmal in seinem Leben. Und wer das getan hat, der wird Sohn Gottes genannt. Moshe hatte diesen Stand einmal, also punktuell, und danach hat er ihn wieder verloren. Aber der Maschiach, wir wissen, er ist größer als Moshe, er hatte dauerhaft diese große Liebe. Und zwar potenziell von Anfang an. Immer wieder spricht er von Hashem als von seinem Vater. Und dann schließen wir natürlich, dass er der Sohn ist, der Sohn Gottes. Diese Geschichte mit der großen Liebe, die mit dem Maschiach kommt, das wussten natürlich seine Talmidim. Wer das allerdings nicht weiß, bis auf den heutigen Tag nicht weiß, das ist die Kirche. Warum habe ich euch das jetzt alles erzählt? Ich habe doch gerade gesagt, wir werden von dem Missionsbefehl, dem sogenannten, sprechen. Ich habe euch das erzählt, damit wir das Sendungsgebot des Maschiachs einordnen in den Rahmen von Moshe Rabbeinu und seiner großen Liebe für das ganze Volk. Denn da gehört er hin. Und noch einmal, das Volk umfasste auch Menschen aus den Völkern. Die Grundlage für seine Hingabe ist die große Liebe. Und er betete für das gesamte Volk. Und was machte der Maschiach? Er gab sein Leben hin für alle Menschen. Für die, die vor ihm gelebt haben, für die, die nach ihm gelebt haben, für die, die mit ihm gelebt haben und für die Ungeborenen gab er sein Leben hin. Das ist große Liebe. Und dann sendet der Maschiach seine Talmidim zu allen Völkern. So lesen wir. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker Torah. Tja, wohin sollten sie eigentlich gehen? Sie sollen gehen zur Israel in der Zerstreuung. Das ist die große Sammlung. Nicht zu den Heiden
Denn was sollten Sie ihnen denn sagen? Stellt euch vor, Sie kommen zu irgendeinem, ja, Römer zum Beispiel oder einem Griechen, der an seine ganze Götterwelt glaubt, Zeus und was weiß ich. Und dann sagt er, ich komme jetzt mal und ich bringe dir mal Torah bei. Und außerdem sage ich dir auch noch, der Maschiach ist gekommen. Stellt euch vor, was so ein Mensch sagen würde. Der würde sagen, bei dir piept's wohl. Was mache ich mit diesem Maschiach? Mit dem habe ich nichts am Hut. Also, Jeschua sendet seine Talmidim in die Welt hinein, um die Funken der Völker einzusammeln. Und die Funken der Völker, das ist in erster Linie Israel. Jeschua sendet also seine Talmidim zunächst einmal zu den Juden in der Zerstreuung. Und es gibt eben die Juden, die gebürtigen Juden in aller Welt. Und dann gibt es die Menschen unter den Völkern, die eine jüdische Seele haben, die tief in sich das Wissen haben von dem einen einzigen Gott und von dem Erlöser. Zu den Menschen ganz spezifisch werden die Talmidim genannt. Und dann, was verkünden sie? Was ist die Ansprache? Sie sagen, der König ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Reich Gottes ist geworden. Der König ist da. Eine neue Epoche, Leute. Die Epoche der großen Liebe ist angebrochen. Das ist das Reich der Himmel, ist nahe herbeigekommen. Die Epoche der großen Liebe ist angekommen. Und wann bricht sie an? Und das ist bekannt. Sie bricht an mit dem Maschiach, mit dem Sohn Davids. Er richtet das Reich auf, das Reich Gottes, und im Reich Gottes ist der Maßstab, ist die Grundlage, die große Liebe. Und alle Juden wussten das damals und alle Juden wissen das heute, was das bedeutet. Und wo lernen wir das? Bei dem Segen zur Hochzeit. Wie willst du gesegnet werden? Mit der großen Liebe oder mit der ewigen Liebe? Auf dieser Welt rate ich dir mit der ewigen Liebe. Alle Juden warten auf die Auferstehung von den Toten. Und das heißt, sie warten auf den Maschiach, denn mit ihm kommt die Auferstehung von den Toten. Und jeden Schabbat, wenn wir Haftalah machen, also die Zeremonie, mit der wir Schabbat beenden, dann warten wir auf das Kommen des Maschiach. Eliyahu HaNavi, er wird kommen und uns die frohe Botschaft bringen. Bei allen Festen ist es so, ganz besonders bei Pessach. Immer warten wir auf den Maschiach, auf Eliyahu, denn er wird die Ankunft des Maschiach ankündigen. Er bringt die gute Nachricht und keine Heiden und keine Götzendiener und nicht die Kirche. Als Rabbi Paulus sich auf den Weg machte, die gute Nachricht zu verkünden, wo ging er dahin? Er ging doch nicht in alle Welt und erzählte dann den Heiden, der Maschiach ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Nein, wer hätte denn das geglaubt? Wir sehen, wie er in Athen eigentlich scheiterte. Dort geht er hin zu dem Denkmal des unbekannten Gottes und sagt, ich bringe euch jetzt die Botschaft von dem unbekannten Gott, ich weiß, wer er ist und so weiter und so fort. Und was passiert? Es gibt einen Aufstand. Man hörte ihm nicht zu, man wollte das gar nicht hören. Und ansonsten ging Paulus immer in die Synagogen. Und dort in den Synagogen gab es natürlich Menschen, Juden, die wussten, auf wen sie warteten. Und wenn er ihnen gesagt hat, der Maschiach ist gekommen, dann waren sie Feuer und Flamme. Dann fiel die Botschaft auf fruchtbaren Boden. Also was wir hier auch sehen, ist, nicht die Heiden missionieren, sondern es ist umgekehrt. Die Juden sind diejenigen, die missionieren und sie missionieren dann die Heiden. Und dazu bedarf es natürlich ein Wissen. Und weiter bedarf es dazu einer authentischen Sprache. Weiter bedarf es dazu das Wissen, dass Mission bedeutet, die Berufenen zu sammeln. Und diese Berufenen, das sind dann auch besondere Menschen mit einem starken Charakter. Sie sind leidensfähig, sie können ausharren, sie sind beständig. Und auf keinen Fall geht es darum, entweder glaubt ihr an Jesus oder ihr werdet sterben. Das ist eine Erfindung der Kirche, aber nicht unser Verständnis von
der Sendung des Königs. Hashem erwartet, dass wir, dass alle Menschen Jeschua als König anerkennen und ihm Respekt zollen. Das ist das, was er erwartet. Morgen, meine Lieben, wird es weitergehen und kommt morgen wieder. Und ich sehe hier zu meiner großen Freude, ich habe auch Zuhörer, Beatrix, grüß dich und Regina, weil das war für mich jetzt ganz spannend, weil alles hier anders ist heute. Und am Anfang habe ich gar keinen gesehen. Also schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, dass weitere hinzukommen. Und ich wünsche euch heute einen wunderschönen Tag. Shalom, Hayom und bis morgen, eure Gabi.